am Wald. Das ist nicht der, den ich haben will. Aber das Spiel wird hoffentlich bald nachgeben. Achso, das geht nicht. Dann machen wir halt, dass es geht. Ihr habt euch nicht verirrt, ihr seid schon richtig. Die Strecke ist wieder befahrbar. So, und jetzt muss es eigentlich noch hier hinten drauf getödelt werden. So, das wäre jetzt der Abschnitt. Wir dann exklusiv mit den Zügen fahren können. Zwischen Bingsballings und hast du nicht gesehen. Bin mal gespannt, wann das der erste Zug macht. Die verbindet die Strecke, die muss erstmal bleiben. Würde ich behaupten, meiner bescheidenen Meinung nach, muss das bleiben. Aber hier kommt natürlich erst auch nochmal ein Depot hin. Da geht's nicht, weil da ein Signal steht. Genau, die Strecke dort muss bleiben, weil dann die Züge dann noch im Moment noch, damit die ja im Moment noch runterkommen. Und jetzt bauen wir die Gegenstrecke. Ja, noch so zum Ende der Staffel so ein paar kleinere Passagierstrecken optimieren. Kann ich nicht hier irgendwie eine Brücke bauen? Und dann könnte ich nämlich da unten durch. Ginge das? Das geht doch, oder? Das Signal weg. Das weg. Brücke drüber. Verbinden. Oh Gott, hier kommt so eine scharfe Kurve. Kann ich das nicht irgendwie... Nee. Noch kein Zug, der die... das ist falsch. Hier seht ihr nochmal die GAFs, die ich für diese Staffel nutze, falls das jemanden interessiert. Einfach jetzt nur kurz die Pause-Taste drücken. Ist kein Zug auf der exklusiven Strecke unterwegs. Gut, ich hoffe mal, das kommt noch. So, wie mache ich das jetzt hier?
Ich würde ja eigentlich fast auch schon den Tunnel durchbauen. Aber das Problem ist, dass ich dann hier hinten nicht... Doch. Dann kommt ja halt eine Tunnel- und Doppeltunnelkonstruktion hin. Die Viertel, können wir die Brücke schon wieder abreißen. Also hier beschwert sich der Bund der Steuerzahler, weil wir hier eine Brücke x-mal neu bauen, anstatt das gleich mal von Anfang an richtig zu machen. Jetzt wieder das Übliche. Oh, hier wird das jetzt auch wieder interessant. Ich will aber erstmal die Signalanlagen weiterbauen. So, warum fährt denn da jetzt noch kein Zug exklusiv auf dem Gleis? Ich glaube, das liegt daran, solange die auf dem normalen Gleis noch hinkommen, fahren die da nicht. Das können wir aber erst alles abreißen, wenn wir hier unten noch die Verbindung haben, würde ich behaupten. So, der muss jetzt aber irgendwie hier hoch. Das ist natürlich auch Schwachsinn, was ich hier mache. Das muss erhöht werden. Ah, jetzt bin ich ja gleich da. Tunnel oder Brücke? Ich glaube, hier passt eine Brücke besser. Ach, jetzt ist ja so eine Zweierrampe, die ich eigentlich vermeiden will. Und jetzt auch einfach mal vermeide. Das ist auch dumm, warte mal. Wenn die sich ja so ein bisschen hin und her vermeiden können, hoch und runter, dann sollte man das auch nutzen. So, jetzt wieder eine Brückenverbreiterung fällig. Hat sich verfahren? Nö, hast du nicht. Schade, dass es dann diese Brücken dann nicht mehr gibt, die wir hier gerade stehen hatten. Da fliegen ja generell raus. Die hier, die gibt's dann nicht und... Die hier, die gibt's in einer bestimmten Länge auch nicht mehr. Das finde ich eigentlich... Oh, Kasselwald, ist das nicht etwa? Nee. Aber das scheint jetzt mal wieder ein Kahlschlag zu sein bei den Wäldern. Aktuell hohe Schließungsrate. Ne, die Brücke meinte ich hier. Ja. Die scheint es immer bloß bei Zweierüberspannungen zu geben.
So, damit wäre das Exklusivgleis jetzt auch fertig. Wie gesagt, es muss jetzt nur noch... benutzt werden. Hier kommt jetzt auch nochmal ein Depot hin. Weil ich kann ja... das kann ich ja noch nicht abreißen, weil die Züge, die ja von hier unten kommen, die müssen ja auch noch irgendwie in den Bahnhof reinfahren. Das ist halt der Punkt, wo man dann hier unten ein Exklusivgleis noch reinziehen muss. Aber das würde ich hier irgendwo ja abziehen, beginnt lassen. Aber wenn wir das hier unten dann noch mit allen Gleisen verbinden, dann wird das doch das totale Chaos. Das wird einfach mal hier anfangen. Müssen mal gucken, wie wir da alle Fahrtrichtungen angeschlossen kriegen. Das wird auf jeden Fall spannend. So, hier können wir ja schön terraformen. So, da geht's schneller mit dem Tool. 30 Milliarden jetzt schon auf dem Konto. Ich glaube, manch ein Manager oder Firmengründer würde jetzt sagen, das sind bloß Peanuts oder Bill Gates. Wen gibt es da noch? Dieser eine Mexikaner. Für die sind doch 30 Milliarden nur Portokasse, oder sehe ich das falsch? Natürlich ein bisschen krank, das sozusagen, über solche Riesenbeträge. 30 Milliarden, was man da an Schulen renovieren könnte. So, jetzt muss ich im Prinzip... das ist ja einfach, die Strecke hier rüber. Und das ist dann eher in...